sie versuchen, das Licht zu fangen. Das könnt ihr nicht, Jungs. Ihr könnt das Licht nicht fangen. Ich würde das gern kommentieren. Bringt die Apparatur. L. O. L. Laugh out loud. Ja, das habe ich getan. In der Komödie «Nachts im Museum» das geheimnisvolle Grabmal reist der Larry, wieder gespielt von Ben Stiller, mit ein paar von seinen historischen Freunden von New York nach London. Hallo, willkommen im British Museum. Ich bin Larry Daly vom Naturkundemuseum in New York. Boah, wie abgefahren. Muss voll krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Der Grund für den Städtetrip? Die magische Tafel Akhmenra, wo die Figuren zum Leben erweckt, verliert ihre Wirkung und nur die Eltern vom ehemaligen Besitzer wissen, wie man sie erhalten kann. Der Larry trifft im britischen Museum auf ganz neue historische Figuren, so zum Beispiel auf den Sir Lancelot. Ihr erinnert mich an einen Mann, den ich einst kannte in Camelot. Wirklich? War er einer der Ritter der Tafelrunde? Nein, Erik. Erik? Unser Hofnarr. Der lustigste Hofnarr, den es gibt. Ihr habt, was er hat. Die Gabe. Ist er verrückt? Ihr könntet ein Hofnarr sein. Nun, ich weiß nicht so recht. Natürlich könntet ihr das. Wir beschaffen euch einen Hut mit kleinen, lustigen Glocken dran. Ein Hut mit Glocken? Zeit drängt und der Larry und seine Freunde müssen sich wieder mit den verschiedensten zum Leben erwachten Wesen umschlagen. Oh, nie von einer großen Katze wegrennen. «Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal» ist eine witzige und unterhaltsame Komödie, die nahtlos an die Vorgängerfilme anknüpft. Ein Kinospass für die ganze Familie. Der Film läuft am Abend auch im Verkehrshaus Filmtheater. Am 20. und 26. Dezember kann man zudem als Rahmenprogramm einen Teil vom Verkehrshaus zur Nacht mit den Taschenlampen erkunden. Anmelden kann man sich unter www.filmtheater.ch. Wieso machst du nicht ein Foto? Da kannst du später noch doof glotzen!